braucht er denn? Ich brauche etwas. Nee, das ist es nicht. Streichhölzer erstmal Ofen anmachen. Machen wir zu. Und jetzt stellen wir die Gießkanne drauf. Ich brauche etwas. Nein, du sollst es anders, mein Gott. So, und jetzt das Ding da drauflegen. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Was braucht er denn, mein Gott? Hier ist nichts mehr, also es muss irgendwas hier mit sein. Was ist denn draußen? Nix. Nix Interessantes. Ich brauche etwas. Was braucht er denn? Was braucht er denn, mein Gott? Also die Gießkanne will er da irgendwann nicht draufstellen. Also brauchen wir irgendwas Kleineres. Was haben wir denn hier rumstehen? Hier haben wir nichts. Das ist auch nichts. Ah. Ich brauche etwas. Jetzt aber. So, damit kann ich Wasserdampf erzeugen. An. Offen. Und wie es aussieht, habe ich Glück. Dieser Umschlag enthält wichtige Informationen. Oh Gottchen. Tag der Untersuchung, Samstag, 7. April. Gott. Muss ich euch jetzt alles vorlesen? Ja, lese ich euch vor. Mr. Wayne E. Baxter, Gerichtsmediziner von East Middlesex, leitet am Samstag, 7. April, die Ermittlungen im Todesfall Emma Elizabeth Smith, alte 45, verwitwet, in letzter Zeit wohnhaft in George Street 18, Spitalfields. Todesursache mutmaßlich Mord. Oberinspektor West, Division H der Polizei, erschien auf Anweisung des Polizeikommissars. Mrs. Mary Russell, Vermieterin einer gemeinen Pension, habe die Verstorbene angeblich schon seit 2 Jahren gekannt. Am Abend des Feiertags, 2. April, soll das Opfer um 7 Uhr das Haus verlassen haben und um 4 oder 5 Uhr des nächsten Morgens mit schweren Gesichts- und Körperverletzungen zurückgekehrt sein. Eines ihrer Ohren soll nahezu vollständig abgerissen gewesen sein. Sie berichtete der Zeugin von einem Überfall, bei dem sie ihr ganzes Geld beraubt worden war. Als die Zeugin sie ins Krankenhaus brachte und dabei die Osborne Street passierte, zeigte ihr die Verstorbene die Stelle des Überfalls. Offenbar handelte es sich bei den Tätern um 3 Männer, die sie aber nicht beschreiben konnte. Mr. George Haslip, örtlicher Chirurg, berichtete, die Verstorbene sei bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus alkoholisiert, jedoch nicht betrunken gewesen. Neben den Bluten, Verletzungen am Kopf und Ohr, wies sie weitere schlimme Verletzungen auf. Laut dem Zeugen war ihr Bauchfell mit einem stumpfen Instrument brutal durchstochen worden. Wie sie ihm berichtete, habe sie gegen 1:30 Uhr morgens unweit der Whitechapel Church mehrere Männer bemerkt, die sich ihr näherten. Als sie die Straßenseite wechselte, um ihnen aus dem Weg zu gehen, folgten sie ihr und überfielen sie, wobei sie all ihr Geld raubte, ehe sie die Freveltat begingen. Weder konnte sie die Tatwaffe noch ihre Angreifer beschreiben, außer dass es sich bei einem von ihnen um einen jungen Mann von etwa 19 Jahren gehandelt hatte. Der Tod trat am Mittwochmorgen, 4. April, infolge einer Bauchfellentzündung ein, die durch die zugefügten Verletzungen hervorgerufen wurden. Oberinspektor West, Division H der Polizei, hatte keinerlei offizielle Informationen bezüglich des Opfers und konnte
kannte den Fall nur aus der Zeitung. Auch seine Constables auf Streife konnten keine Informationen in dieser Angelegenheit beisteuern. Laut Befund des Gerichtsmediziners und angesichts der eindeutigen medizinischen Beweislage wurde die Frau barbarisch ermordet. Ein brutalerer und heimtückischerer Angriff sei kaum vorstellbar, weswegen er die Meinung vertrat, der Gerechtigkeit werde durch einen sofortigen und unmittelbaren Urteilsspruch der Jury weitaus mehr Genüge getan, als durch eine weitere, durch eine die Hoffnung auf zusätzliche Indizien verursachte Verzögerung. Die Geschworenen fällten folgendes Urteil: vorsätzlicher Mord ein oder mehrerer unbekannter Personen. Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei konnte bis zum gestrigen Tag, 8. April, keinerlei Hinweise auf die möglichen Täter gefunden werden. Ach Gottchen. Letzter Tag der Untersuchung, Donnerstag, 23. August 1888. Mr. George Collier, stellvertretender Gerichtsmediziner für South East Middlesex, fasste gestern Nachmittag, 23. August, im Working Lads Institute Whitechapel die Ermittlungen im Todesfall Martha Turner bzw. Tabram zusammen. Die Hausiererin wohnhaft in Star Place 4, Star Street Commercial Road East, war am frühen Dienstagmorgen des 7. Dieses Bruder zog im Treppenabsatz des Erdgeschosses eines Gebäudekomplexes, bekannt als George Yard Buildings, Commercial Streets, Spitalfields, Spitalfields, aufgefunden worden. Die Leiche der Frau bot einen schockierenden Anblick, da sie mit 39 Stichen ermordet worden war, von denen einige mutmaßlich von einem Bajonett herrührten. Oioioi. Alfred George, Kutscher 35, George Yard Buildings, sagte aus, er sei Donnerstag morgens um 3:30 nach Hause gekommen. Als er den Treppenabsatz des Erdgeschosses passierte, sah er eine auf dem Boden liegende Person. Er maß ihr keine Bedeutung bei, da es nicht ungewöhnlich war, Menschen dort auf dem Boden liegen zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, dass die Person am Leben oder bereits tot war. Als er kurz nach 9:30 erneut die Treppe hinunterging, war die Person verschwunden. Die Zeugen hatten die Nacht über angeblich keinen Lärm gehört. Constable Thomas Barrett, 26 Jahre, berichtete, dass der letzte Zeuge habe seine Aufmerksamkeit auf den Körper der Verstorbenen gelenkt. Er schickte nach einem Arzt, der nur noch den Tod feststellen konnte. Dr. T.A. Killen, Brick Lane 68, war seiner Aussage nach zu der Verstorbenen gerufen worden und hatte sie für tot befunden. Ihre Leiche wies 39 Stiche auf, während der Tod bereits vor ungefähr 3 Stunden eingetreten sein musste. Sie war etwa 36 Jahre alt und kräftig gebaut. Die vom Zeugen bereits durchgeführte Obduktion ergab, dass der linke Lungenflügel 5-mal der rechte an 2 Stellen durchstochen worden war. Auch im Herz wurde ein vermutlich tödlicher Einstich festgestellt, während die Leber 5, die Milz 2 und der Magen 6 Einstiche aufwiesen. Der Zeuge ist der Meinung, dass nicht alle Verletzungen von einer einzigen Tatwaffe stammen. Obgleich der Großteil der Wunden von einem Messer stammen könnte, muss für die Durchbohrung des Brustbeins eine andere Waffe verwendet worden sein, möglicherweise eine Art Dolch oder ähnliches. Seiner Meinung nach wurde die Verletzung des Opfers zugefügt, als es noch lebte. Gott, da kommt noch viel. Moment. Als es noch lebte, da. Zweite Seite. Es gibt noch 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Henry Samuel Tabram, Rivers Terrace 6, East Greenwich, Ehemann des Verstorbenen, berichtete, er habe das Opfer zuletzt vor 18 Monaten in der Whitechapel Road gesehen. Aufgrund von Alkoholproblemen lebten sie bereits seit 13 Jahren getrennt. Jedoch wurde der Verstorbenen Alimente zugesprochen. Einige Zeit länger gewährte ihr der Zeuge 12 Schilling pro Woche, verringerte den Urteilsbetrag jedoch vor 10 Jahren auf eine 1/2 Krone pro Woche, als er erfuhr, dass sie mit einem anderen Mann zusammenlebte. Henry Turner, Handwerker, wohnhaft in bla 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 bla, erklärte, er habe mit der Frau namens Tabram seit 9 Jahren im eheähnlichen Verhältnis gelebt, bevor sie sich etwa 2 bis 3 Wochen vor dem Mord trennten. Nachdem er sie bereits mehrere Mal aufgrund ihrer Alkoholprobleme verlassen hatte. Zuletzt habe er sie am Samstag, dem 4. diesen Monats in der Leadenhall Street lebend gesehen und ihr 1 Schilling 6 Pence für Lebensmittel gegeben. Das Opfer pflegte jegliches Geld für Alkohol auszugeben. Der Zeuge berichtete, sie sei während ihrer Zeit als
üblicherweise gegen 11 nach Hause gekommen. Er wusste nicht, dass sie sich prostituierte. Er selbst, so sagte er, habe mit Alkohol nie zugesprochen und habe sich mit der Verstorbenen in ihrer nüchternen Phase immer wieder gut verstanden. Mrs. Mary Bosfield, Ehefrau eines Holzfällers, wohnhaft, bla bla bla, habe das Opfer unter dem Namen Turner gekannt. Angeblich hatte sie einen Mann namens Turner als Mieterin in ihrem Haus gelebt. Mit einem Mann, achso. Zwar hätte sie ein Glas Allee in einer Tasse Tee weitaus vorgezogen, wäre jedoch keineswegs darauf betrunken gewesen. Noch haben sie andere Leute ins Haus gebeten. Sie verschwand, ohne zu kündigen oder ihre ausstehenden Mietschulden für 2 Wochen zu begleichen.